Ja, er klappt hervorragend und damit weitergehoppelt. In diesem lustigen Spiel sich gut von ihm. Für mich sind 2 Wochen vergangen. Das hat ein bisschen zur Folge, dass ich leicht raus bin, was das alles angeht. Also ich kann mich erinnern, lustigerweise, ein bisschen mehr, dass wir der weißen Rose hinterhergejagt sind und das mit einer Nautin auf sich hat, die erst vor kurzem Nautin geworden ist. Es geht maßgeblich darum... Ach ja, Alba hieß sie. Genau. Es geht maßgeblich darum, dass sie Geheimnisse der Nauten verkauft, die ja, wir erinnern uns, nur mit Technik eigentlich fahren, obwohl sie immer, die Leute immer denken, das sei Magie. Also etwas, was wesentlich weniger zugangsbereit ist. Jetzt ist es so, dass der Brief mit die weiße Rose unterstrichen wird und Alba hat, glaube ich, die Symbolik. Es gibt jetzt mehrere Varianten. Also die stumpfeste wäre, was es wahrscheinlich auch ist, ist, dass Alba tatsächlich die weiße Rose ist und aus irgendwelchen Gründen die Nauten verraten hat. Die ist aber erstmal outig geworden, nachdem sie hier gelandet ist. Also können wir davon ausgehen, dass sie erpresst wurde. Oder aber hat es ihr so gut gefallen, sie hat sich wieder an ihre Pflichten erinnert. Es könnte natürlich auch sein, dass das 2 unterschiedliche Personen sind und Alba und die weiße Rose irgendwie zwar in Beziehung miteinander stehen, aber nicht dieselbe Person sind. Oder aber wir könnten natürlich auch eine Zwillingsschwester-Situation haben. So, genau so der Punkt. Und jetzt müssen wir weitere Untersuchungen in Telemir anstellen. Genau, wem habe ich ja nicht gerade bei? Okay, also die üblichen Verdächtigen. Ja, ja. So, ich glaube, ich muss nichts mehr kaufen, wenn ich mich entsinne. Ich brauche noch einen anderen Hut, weil der hier ist ziemlich hässlich. Aber ansonsten fahren wir hier ganz gut. Leveln können wir auch nichts mehr. Sehr schön. Genau, also es war jetzt ja... Nach so 2 Wochen Pause ist mal so ein bisschen schwierig, sich wieder zu erinnern, was das letztes war. Aber ich glaube, wir haben noch einige Nebenquests vor uns, wie zum Beispiel Heiler in Ventschaien zu finden, der uns dann auch nur sagen wird, dass das Zeug nicht heilbar ist. Wir erinnern uns... Oh nee, warte mal, ich sollte nicht irgendeine Reise nehmen. Ich sollte, wenn, dann schon mich zum Wohnsitz reisen, wenn ich sowieso nach San Mateus muss. Genau, das Mysterium war ja außerdem noch... Wie voll ist mein Inventar eigentlich? Ich bin bei wie viel? Okay, 64 von 400. Ich kann noch ein bisschen was mitnehmen. Genau, das, wenn ich mich recht erinnere, und jetzt wird's schwierig mit den Erinnerungen, war es ja so, dass... Fernando, do you remember him? He should be able to inform us. Yes, I remember Fernando. Let's go and see him. Wir sollten mit Fernando reden, er sollte uns informieren. Ja, genau, wir erinnern uns, dass die Nautin, also die jetzt Nautin Alba, eigentlich von... ich glaube, sie kam von Hikmet, ne? Also von den Technikern eigentlich, also von den Alchemisten. Oh, gut. Und ist jetzt aber, möchte bei Telemir einkaufen, also den Gläubigen. Was ein bisschen komisch ist, was gegen diese ehemaligen Kontakte spricht. Sie kam von Telemir, ne? Also sie kam von hier und möchte an die Hikmet-Fraktion verkaufen. Also mal mit ihnen kommen closer. Warum soll ich denn näher kommen? Das ist nur verdächtig. Egal, wir werden währenddessen noch reich. Das Geld liegt wortwörtlich auf der Straße. Vor allem, vorher am Anfang habe ich, glaube ich, nur ein paar Kisten gesehen. Jetzt mit dieser mit einem höheren Intuitionslevel sehe ich halt noch mehr Busch, der hier überall rumsteht, oder? Und das ist einfach nur in den Städten hier mehr. Ich meine, goldtechnisch wirst du hier trotzdem nicht reich. Aber allein wie viel Handwerksmaterial hier rum? Wo ist denn jetzt hier die Tür? So gut, dass die Leute hier keinen Tag- und Nachtrhythmus haben. Stell dir mal vor, ich würde hier nachts ankommen, müsste hier mal die Hälfte meiner Zeit damit verbringen, hier zu warten, bis zum nächsten Tag reich ist. Und ich wäre sehr gut. Bonk. So, mein lieber Fernando, grüße dich. Good day, Desade. How can I help you? Also er fragt, wie ich ihnen helfen kann. Ich frage nach Alba. We're looking for a young Naut named Alba on behalf of the Admiral. I've heard about her. Several crew members told me that one of our own was looking to leave the island. You should ask them if you want to learn more. They should be near the boarding area. But me? I've not seen her. More questions? Ach so. Okay, ich kann noch mal nachfragen. We're looking for a young. I've heard about her. Sev, you should ask them. But me. Okay, thanks. Also er hat von der jungen Nautin gehört, die unbedingt die Insel verlassen möchte, also diese hier. Also sie möchte von Tefrade runter. Und er selbst hat sie nie gesehen, aber die Männer am Dock können mir bestimmt weiterhelfen. Auch um diese Uhrzeit nehme ich mal stark an, weil wer schläft denn an so einem Hafen schon, ne? Niemand, das ist die Antwort. Genau sind die Männer am Dock? Ich meine, diese Art von Hafen ist schon ziemlich, ziemlich fantastisch, oder? Mit diesen Steindingens, die im Wasser stehen. Das ist, glaube ich, historisch schwierig zu erhalten, oder? Also in modernen Häfen, weil da, wo heutzutage noch Häfen sind, da wird das Zeug halt einfach mal modernisiert. Ich war neulich in Hamburg und die haben da
auch noch irgendwie noch einen alten Hafen. Aber ich habe irgendwie gehört, der Hamburger Hafen ist eigentlich ziemlicher Mist, weil der muss irgendwie mal ausgebaggert werden. Und es wäre nicht besser, wenn Hamburg keinen Hafen hätte. Oder kein, zumindest kein Handelshafen mehr, aber das weiß ich schon. Das ist wieder ungenaues Zeug. Na, du schau, ausguck. Your Excellency. Grüße. Captain Vasco, what fair wind brings you here? Ja, ist der sich fragen, ob sie Albe gesehen hat. Schön, dass sie nach Vasco begrüßt hat. We're looking for a young Nort who arrived from New Serene a short time ago. Her name is Alba. Yes, I remember her well. The poor child wanted to flee her father. He wanted to take her back to the convent. She asked me when our ship was leaving and if I thought we could take her on board. I told her she better talk to the captain, but we weren't leaving right away in any case. So she left. Ah! Also, sie meint, dass ihr Vater wollte sie in ein Kloster stecken. Okay, das erklärt zumindest die Teleme-Geschichte. Und... Aber das Schiff wollte nicht so schnell abhauen und deswegen ist sie weggegangen. Und das sind sie mit dem Captain reden müssen. Okay, der Vater. You say she was fleeing her father? Yes, that's what she said. He followed her here to take her back to Teleme. Poor child. Did she tell you what his name was? Yes. She told me that if a certain gentleman... Lorenz? That's it, Lorenz. If he was asking after her, I should send him packing. Surely it was a fake excuse. We're looking for her for espionage and treason. Really? Yet she seems sincere. Treason? I can't believe it. Also, das Problem ist ja, dass sie zwar vor ihrem Vater geflohen ist, der sie in ein Kloster stecken wollte, was jetzt bei den Teleme-Fraktionen nicht so unwahrscheinlich ist, aber wir suchen sie ja immer noch wegen dieser ganzen Spionagegeschichte. Das eine könnte trotzdem mit dem anderen wahr sein. Es könnte sein, dass jemand anders ihr noch einen besseren Deal angeboten hat. Oder sie erpresst mit der Geschichte, obwohl das natürlich relativ spezifisches Wissen kosten würde. Auf der anderen Seite, der Vater scheint sich echt viel Mühe zu geben, wenn er sie bis hierher verfolgt hat, ne? Na gut, wo könnte der Vater sein? If her father is actually here, do you have any idea where we might find him? Well, at one point I asked her why she was not waiting at the tavern for a ship to leave. She told me she could not go to the tavern. So maybe that's where you'll find him. Ah ja, besten Dank auch dafür. I must leave you. So, also sie meint, dass sie nicht, also sie hat keine Ahnung, und aber die lustige Frau da meinte, man könnte eventuell in einer Taverne gucken. Und Alba meinte, ja, Taverne stelle ich außer Frage. Bei einer Taverne wird sie eventuell gesucht. Was irgendwie logisch erscheint, ne? Dass wenn du halt auf der Flucht bist, dass, ich meine, da wo die Leute unterkommen, ist ja nicht so, dass du hier einfach so ein Hotelzimmer bieten kannst. Ich muss übrigens feststellen, dass irgendwie so Hotelzimmer teurer sind, als ich das irgendwie so in Erinnerung hatte. Das bin ja jetzt ein bisschen durch die Gegend gefahren. Also ich habe ja mal in so einem Hotel gewohnt quasi. Also das waren unten waren die Zimmer vermietet. Und unten war halt so ein kleines Hotel, wo größtenteils so Handwerker unterkamen. Und das hat halt 50 Euro oder so die Nacht gekostet. Ja schon, naja, okay. 50 Euro, okay. Und jetzt war ich in verschiedenen Orten. Das fing frühestens bei 100 irgendwas an. Pro Nacht für Doppelzimmer. Also, So, das ist schon Meister Lawrence. Das ging auch schnell. Grüße dich. Hello. Are you Master Lorenz? Indeed, sir. What do you want from me? My name is Desardet. I'm the legate of the merchant congregation, and I have a few questions for you. Eigentlich ist es ja schade, dass wir das nicht vorsichtig herantasten können, die Fragen, ne? Wenn wir jetzt hier, oh, ne, was will er machen, das Wissen auf uns rausprügeln, ihn mit ihm über seine Tochter sprechen. We're looking for a young Nort called Alba. We were told that you're her father. Alba, what a stupid name. Her real name is Clara, and yes, she is my daughter, although she chose to deny me. Okay, also ihr echter Name ist Clara und sie findet Alba ist ein dummer Name und sie findet nicht gut, dass sie sich dahinter frei versteht. Aber sie weiß schon, dass sie Alba heißt, okay? Gesehen haben? Have you seen her recently? Alas, no. Otherwise I would have brought that little idiot back to Teleme. Why did she have to leave? What madness could make her leave the convent to go to sea? Was? Ist das dein Ernst? Also, das ist jetzt nicht gerade, also es spricht gerade nicht für ihn, ne? Also, ich hätte zurück nach Teleme geschafft. Warum wollen sie bloß ihr Kloster verlassen? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, zur See fahren. Also, das ist natürlich, also, er war anscheinend nie jung. Naja, aber das heißt, der Teil der Story passt aber, ne? Für schuldig. Your daughter is accused of espionage and treason by the Nords. Do you think she could be guilty? Espionage? I can't believe it. But treason? How can it be denied? She rejected her country, her faith, and her family by getting on that ship. But I will soon bring her back on the right path. I hired a sleuth from the Ordo Luminis. Uh-huh.
Also, das sie kann sich Verrat vollständig vorstellen. Schließlich hat sie ihren Glauben verraten und ihr Land. Wie kann sie nur selbstständig werden und einfach weggehen? Das ist ja unmöglich. Und nicht einfach sich dem beugen, was hier vorbestimmt war. Naja gut, okay, sei wieder. Der hat eine Spitze von der Order Luminous geholt, wo auch immer der. Obwohl, die müssten gut sein, ne? Die Inquisition, die sollte sowas haben. Spitze? Tell me more about this sleuth. Some Inquisitors are specialists in hunting criminals or heretics or young scatterbrains. That's certainly the case with this Johannes. He will bring her back to me and she will return to the convent in Teleme. Do you know where we could find him? Maybe he could help us. His last message was about a missionary camp where he had followed her near Wench something or other. I'm sorry, I can't remember those island names. Thank you, sir. If you find her, bring her back to me. She will no longer have the chance to betray anyone at the convent. I hope we're done. Okay. Wir sind schon da, I'll leave you, sir. Ja, aber das Ding, also er meinte, dass es he gibt talks about Wench Xavier, the village of Katasach. There is a Mindshakers camp nearby. Shall we go there? Ich denke schon. Es ist eine günstige Gelegenheit, wieder weitere Telemesochen dort zu machen. Also er meinte, er hat einen Spezialisten angeheuert, weil es gibt anscheinend Leute von der Order Luminous, die darauf spezialisiert sind, bestimmte Verbrecherketzer, wie auch immer Ketzer definiert, USW zurückzuholen. Und es gibt auch welche, um verloren gegangene Mädchen zurückzubringen. Anscheinend ist das ein Ding, was öfter passiert. Also wenn ich nicht schon vollständig davon überzeugt wäre, dass die... Wo ist denn jetzt, wie sehe ich denn jetzt eigentlich hin? Ich bin da unten, ne? Dass die ganzen Telemetypen sowieso schon irgendwie schlimme Fanatiker sind, wäre das jetzt ein weiterer Evidenzpunkt, der mich dazu bringen würde, sie nicht zu mögen. Aber egal. Egal. Aber der gute Mann ist anscheinend irgendwo ein Mensch, irgendwas, er wusste nicht, wo es ist. Aber glücklicherweise haben wir ja Seora bei, die ist natürlich sofort. Ich wäre auch drauf gekommen, dass das Venture-Gen ist. Und ich glaube, das komische Lager habe ich sogar durch Zufall schon mal entdeckt, aus Versehen. Also reisen wir einfach weiter. Wo ist denn Mensch? Hier ist okay. Hätte ich das... Da war ein Lager? Ich dachte, das war eine andere Region gewesen. Naja. So, hier Petrus geht mir nicht auf den Nerven. So, wir reisen einfach durch. Es ist schön, dass das jetzt hier so alles eins nach dem anderen stattfindet, ne? Das ist... was? Finde ich speziell das Ordnung. Ach ja, hier, das Lager. Ach genau, warte mal, hatte ich hier nicht diese Fuchsquest? Moment. Nee, habe ich noch gar keine Fracht angenommen. Oh. Aber ich hatte doch mit dem Burschen schon geredet. Und warte, ich so eine Quest, Füchse zu töten. Warum auch immer. Ich dachte, das war hier. Oder konnte ich das Brett letztes Mal nicht benutzen? Naja, auf jeden Fall mit den Dudes habe ich auch schon mal geredet hier. Dieses Brett ist auch erstaunlich leer. Mal, wie sie diese Quest erscheinen. Ich habe die Quest doch hier angenommen. Habe ich die schon abgeliefert? Ich dachte, das ist aber eben ein bisschen undurchdacht, ne? So, bist du. Missionare Mutter. Here we have a rather strange group. Do you come from the continent? Nee, danke. Bin ich hier im richtigen Lager? Ah, nee. At San Mateos in particular. Er wohnt nebenan? Get down and listen. It seems to me that it's our sleuth. Hey, who goes there? Who are you? And what are you doing here? Are you spying on me? My name is Desarde. I'm the legate of the congregation. And I was sent to find a young Nort, Alba. That dirty little eel slipped through my fingers. But this savage will soon tell me where to find her. Oh. Also, das ist, er meint, Alba ist ihm leider entkommen, aber diese Wilde hier wird ihm sagen, wo sie ist. Das ist ja, ihm bitten, seine Besuche abzubrechen? Ich versuch's mal mit bitten. Listen, we're not here for a simple family issue. The stakes are much higher. So I must ask you to stop this hunt so we can find Alba. I made a commitment to find this young woman and bring her back to her father. I will not give up so easily. I have been promised a substantial amount of money. And I care about my reputation. Also er ist nicht davon abzubringen, davon, weil ihm interessiert sein Geld und ihn interessiert sein Ruf und sein Geld und er hat das versprochen und das machte das, das Mädchen zurück zu seinem Vater zu bringen. Wie alt ist Alba eigentlich? Wenn sie auf dem Schiff arbeiten kann, dann kann sie ja nicht so jung sein, oder? Na gut, Charisma! Nein, der kriegt kein Geld von mir. Obwohl es natürlich ein bisschen ironisch ist, dass ich den heiligen Mann, dem seine Reputation so wichtig ist, mit 200 Talerchen bestechen kann. Ich sehe deinen Sport übrigens, Rock. I understand, but you are aware of the fact that your order has suffered a major setback lately. And I'm afraid your involvement in this case will only make things worse. You could be right. I may be in over my head. Well, I'm going back to San Mateus. I leave you this savage.
Have fun and happy hunting. Aha. Ah ja. Let's free this poor man quickly. Wir befreien sind wie komisch, ich meine, wie ist er festgemacht? Achso, da ist eine dicke Kette zu seinen Füßen. Also auf jeden Fall, er meinte, dass wir haben ihn gerade überzeugt, dass sein Orden in letzter Zeit ein paar Rückschläge hatte und dass er sich vielleicht ein bisschen überschätzt hat. Er so, naja, könnte schon sein, ich hau mal ab, tschüss. Naja, so, guten Tag, mein guter Befreien. May the grass be forever soft under your feet, Renaixe. I thought I was dead. He would have killed me, even if I had spoken. You're probably right. Do you think you can answer us? We also have questions to ask you. You saved me. I owe you answers. But first, I have to go back to my village. I need to heal. Meet me in Wenchavaye later on. Ah ja, also er meinte, Nautenruf plus 3? Der Siegel der Verschwiegenheit, okay. Also er meinte, dass ja, damit rechnet, dass der Typ ihn so oder so umgebracht hätte. Und... Also, wo soll ich ihn jetzt treffen? Ach, da unten geht es vom Verlauf. Dass er ihn so oder so umgebracht hätte, selbst wenn er geredet hätte. Und, aber er kann mir das durchaus noch Frage beantworten, weil ich schulde ihm ja sein Leben. Wie praktisch eigentlich. Das hätte man ja auch als Setup machen können mit zwei Leuten. Naja. Und deswegen... was ist denn hier? Hoheisenerz, okay. Und deswegen wird er uns eine Antwort geben. Aber er muss sich erstmal regenerieren. Das müssen wir ihn in sein Dorf treffen. Warum auch immer wir... Hallo? Irgendwas? Warum auch immer wir jetzt, warum er es nicht schnell hätte sagen können, was er weiß. Ich meine, wie kompliziert kann die Antwort sein? Nein. Das ist... Was wundere ich, einen scheiß Fuchs getroffen habe. Obwohl, die Fuchsjagd war eh nicht hier, insofern. Beziehungsweise hier war eine Quest, aber es war nicht die Fuchsjagd. Oder es sei denn, er will mich natürlich reinlegen. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass er gelogen hat. Und dass ich ihn jetzt gleich nicht mehr antreffe. Ich meine, ach, der hat irgendwas Schaden mit der Erde? Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Naja. Ich glaube, gegen mit Trash-Shop-Mobs muss ich mich, glaube ich, auch nicht mehr auseinandersetzen. Da ich eh darauf verzichte, Leute zu bezahlen, um sie zu überzeugen, brauche ich, glaube ich, auch nicht so viel Kleinzeug farmen, um an Geld zu kommen. Guti. Wir sind also an dem Punkt, wo ich offiziell keine Viecher mehr looten muss. Nice. Okay, der ist tatsächlich hier. Na gut, grüße dich. You are the ones who saved me from Saul Lasser. I am so grateful to you. I owe you so much. But you wanted to ask me questions? Also er schuldet mir so viel, weil ich habe ihn von den Zolasser, was wahrscheinlich die Seelenschänder sind, gerettet habe. Nach seinem Beruf fragen? Do you offer services as a guide? Sometimes I take Renaixe to a good fishing place. They give me beautiful objects in exchange. But right now we have to be careful. There have been accidents with the Tenlands. Did you want anything else? Also er bringt Leute zu schönen guten Fischorten oder Fischgründen. Und dafür geben die Leute leuchtende Dinge. Hat jetzt irgendwie eine komische Jobbeschreibung ist, aber naja gut, sei es drum. Alba? We're looking for a Nord girl. The same one that the Inquisitor is looking for. But I promised Alba to say nothing. I would really like to help you, but... And you risked your own life keeping your promise. But Alba is in a very delicate situation. If we do not find her first, others will track her down. And they will kill her without letting her defend herself. So she was right to be afraid, that poor girl. She came here saying she was being chased. I led her into the forest nearby to a cave where she could hide. If you have one of your... notes, I'll show you where she is. Thank you. Did you want anything else? Ja, nee, danke. I must go. Goodbye. Also, er hat versprochen, sie zu verstecken. Wir haben ja halt argumentiert, dass noch viel schlimmere Leute hinterher sind. Und wenn die sie finden, dann ist es auf jeden Fall ihr Tod. Und sie kann da nichts zu ihrer Verteidigung zu sagen. Und wir versprechen hier ein... gegen das oder gegen was kämpfe ich jetzt schon wieder? Und wir versprechen hingegen ein faires Urteil zu fällen. Krass, wir haben nochmal erreicht. Ja. Und dann hat er gesagt, er hat sie zu irgendeiner nahen Höhle geführt, die... wo ist? Die ist natürlich auf der anderen Seite von diesem Block hier. Also einen langen Laufweg entfernt. Naja gut, sei es drum. Und deswegen rennen wir jetzt dahin. So schnell wie möglich, um sie hier dann hoffentlich zu finden. Und dann bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe,
Bis wir nicht eine Leiche finden am Ende. Also wie gesagt, ich höre jetzt auf, um welche Leichen zu looten. Das hier ein bisschen Leder, das wird sich bestimmt irgendwann mal rechnen, wenn ich irgendwie mal Leder brauche für irgendwas, aber... Aber bis es soweit ist, glaube ich, kann ich erstmal gut durch die Gegend laufen und es einfach lassen, ne? Das Zeug hält mich nur auf. Das Looten dauert länger als das andere. Ach ja, hier waren die Jäger. Warum diesen Respawn, die Burschen? Ob die zu einer anderen Quest gehört hätten? Okay, die loote ich jetzt tatsächlich mal. Weil die haben doch gegen das Vieh hier gekämpft, oder? Aber das habe ich ja schon selber umgehauen. Weil die habe ich doch schon mal getötet, die Burschen, so nicht. Oder habe ich die letzte Mal überzeugt, einfach zu gehen? Gut, das war jetzt hier die... Naja, wie soll man sagen? Weißt du noch mit Alba? Also ihr versteckt sich in einer nahen Höhle an, dass wir gleich noch eine Leiche finden. Aber trotzdem ist es das Ding, wenn sie jetzt ihre Geheimnisse hier verkaufen wollt und große Dings mit diesen toten Briefkasten. Ich meine, wie lange ist die jetzt hier schon im Busch und versteckt sich? Mann, und ich frage mich halt... Was ist denn gerade? Und ich frage mich halt, wie gut kannst du auf so einer Insel, die kaum erkundet ist, tatsächlich verfolgt werden, ne? Weil... Diesmal waren sie mutiger? Oh, haben sie sich beim letzten Mal, konnte ich überzeugen, mich nicht anzugreifen? Das ist ja witzig denn. Meine... Wie will dich hier wer finden, wenn du hier in irgendeinem eingeborenen Dorf ziehst? Ich meine, die Eingeborenen sind ja durchaus willens, dich aufzunehmen, wenn du da... Also gerade eine junge Frau, das ist The poor girl. She must have been desperate to take refuge in there. Was waren die? Ah. Sie muss sehr verzweifelt gewesen sein, sich zu verstecken. Also sie müsste sich nicht gerade im Land in einem landinwärterigen Dorf, müsste sie ja nicht eigentlich voll in so ein Dorf einfach aufgehen können. Ich meine, sie hätte sich auch bei den Nauten verstecken können. Gut, sie wurde von der Insel runter, ne? Aber gerade die Nauten, die erzählen ja auch nicht so viel. Naja gut, die Verfolger am Nacken spürt, ne? So, wer wart ihr hier nochmal? Ach ja, das waren die beiden Liebhaber, ich erinnere mich wieder. Da haben wir Text gefunden, ne? Droppt das große Vieh irgendwas? Droppen alle nichts, das lohnt sich sowas überhaupt nicht. Folge Albers Spuren. Laufe ich einfach gerade die Hülle schon wieder falsch rum? Maybe these are Albers things. Wo ist denn hier ein Camp? Finde Alba. War die Leiter letztes Mal schon hier? Also ich bin letztes Mal schon durch diese Hülle gelaufen. Hier ist absolut nichts. Aber die Höhle hat fiese Viecher drin, also, hey. Boah, Eisenherz, veredeltes Eisenherz. Cool, cool, cool. So, wo soll ich hin? Ach so, lol. Ich bin tatsächlich von der falschen Seite gelaufen. Und Alba sieht recht... Die poor girl. And the worst Tierse. The beasts have killed her. It breaks my heart. But we should search her. She may still have Rubens' journal. Es war wieder so klar, dass das Schicksal war. Es wäre natürlich witzig, wenn das jetzt eine andere Frau wäre, ne? Albas Tagebuch. Ich war so glücklich, ein Mitglied der Nauten zu sein und endlich die Meere zu besegnen, aber dann entschied sich mein Vater, nach mir zu suchen. Mein Kapitän sagt mir, dass mein Vater nach Tefadre gekommen sei, um mich zu finden. Wenn er mich findet, bringt er mich zurück ins Kloster. Ich bin mir sicher, dass mich das umbringen würde. Wie könnte ich es ertragen, eingesperrt zu sein, nachdem ich die Freiheit kennengelernt habe? Man sagt mir, ein hochrangiges Mitglied der Kongregation sucht nach mir. Mein Vater muss diese Person um Hilfe gebeten haben, um mich zu finden. Glücklicherweise bot mir der Kapitän an, mich nach Samathias zu bringen, wo bald ein Schiff zum Kontinent aufbricht. Ich kann einfach dorthin gehen. Nichts ist so verlaufen, wie erwartet. Ich verstehe es nicht. Es gibt kein Schiff, das bald ablegt. Und ich habe meinen Vater in der Schenke gesehen. Aber ich werde mich nicht gefangen nehmen lassen. Ich muss nur ins Landesinnere gehen, mich verstecken, bis mein Vater diese oder die andere Person als Verfolgung aufgegeben hat. Ich habe einen Eingeborenen getroffen, einen Führer. Er hat mich von einer Höhle erzählt, in die ich mich nicht finden kann. Ich werde dort warten und hoffen, dass mein Vater mich irgendwann vergisst. Going by Alba's diary, Reuben had planned his attack well. He began by putting pressure on her using her father. Then our investigation. It's because of us that she fled New Serene, and because of her father and Johannes that she left Samathias. The traitor. He must be the one who wants to sell our secrets, and he didn't spare Alba to do so. He will have to report to us. We should return quickly to New Serene to talk to the Admiral. Ah ja, also war es doch unser guter Kapitän Reuben und nicht sie. Ja, ist natürlich sehr schade, dass wir sie halt nicht retten konnten, ne? Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen... Das war ja zu erwarten, weil diese Höhlen sind halt irgendwie... Wo ist der Ausgang? Hier ist der Ausgang. Es war ja ein bisschen zu erwarten, dass es jetzt so läuft, weil diese Höhlen sind bekannterweise... Todesfallen. Und leider läuft das hier ziemlich oft genauso ab.
komme einfach, das Spiel konnte, ah ja, doch kleiner Rücken und dynamisch raus werden. Ich habe irgendwie alles vergessen, was die eigentlichen einzelnen Mechaniken von diesen Spielen ging. Ach, hier war das Camp! Das, ah ja, gut. Hier war das, okay, aber das müsste ganz daneben, müsste ja ein Reisepunkt sein. Zumindest ein Lagerfeuer. Und dann ist es gleich wieder nicht mehr fällig, der Tag. Warum schlafen denn diese, wo sind da schon wieder Viecher? Bin ich hier nicht gerade schon vorbeigelaufen? So, bitte sag mir, dass ich im Kampf einfach wegschnell reisen kann. Nee, kann ich nicht. Okay, ich bin auch nicht mehr im Kampf. Aha. Kuh reisen. Auf zu Admiral Cabral. Hafenviertel. 2 Stunden. Achso, wir sind ja gar nicht so weit weg. Ja, weit gekommen ist er eigentlich nicht von Neu-Sirene, ne? Ist ja nicht relative Nähe hier. Naja. Wie auch immer Johannes die eigentlich gefunden hat, ne? Na gut, und Ruben ist dann wahrscheinlich auch weg, nehme ich an. So, meine gute Admiral Cabral, ich habe da Dinge rausgefunden. Desarde. What can I do for you? Folgendes, Spionage. Our investigation is well underway, but the culprit is not who we thought. What do you mean? We found Alba, but she was innocent. In fact, her captain used us and her father to scare her. It's because of us that she fled. She never stole documents or tried to sell your secrets. So, are you saying that the culprit is Reuben? If this were not the case, why make up this story against Alba and use us like that? I can't believe it. And to think that I believed his lies. However, he is a captain. I cannot condemn him without solid proof. And we have to find out who he was selling his journal to. Ask his crew, but stay discreet. It should not arouse suspicions. Anything else? Alter, das ist aber eine richtig lange Quest hier, ne? Also sie meint, sie kann es nicht glauben, dass er es war. Until we meet again, Admiral. Alle Hinweise deuten zwar auf unseren guten Captain Reuben hin, das Problem ist aber leider, dass ein Captain ein hochrangiges Mitglied der Flotte ist und da kannst du nie einfach so die Typen in Ketten legen und dann ab dafür, sondern du brauchst gute Beweise, sonst gibt es Probleme. Das war ja irgendwie klar, also müssen wir immer noch rausfinden, wie man sein Tagebuch verkauft hat. Das ist natürlich alles irgendwie schwierig, sag ich mal. Naja, gut, dafür mehr so beim nächsten Mal.